6 Jahre ist es her, mein Crowdfunding-Projekt zum Debüt Hint of Shore aus New York. Ich bin euch unglaublich dankbar und es ist fantastisch, was ihr geleistet habt. Und es ist viel passiert zwischendurch. Ich habe viele Konzerte gespielt, ich habe ein weiteres Album aufgenommen, Trickster und Propheten. Und jetzt arbeite ich an meinem dritten Album und ich brauche euch nochmal zurück in der Crowd. Ich möchte es auf ein anderes, stärkeres Niveau heben. Und deswegen brauche ich nochmal eure Unterstützung. Und worum es genau geht, erfahrt ihr jetzt. Das Album wird Streuen ohne Schnur heißen. Und es sind Songs zwischen Rock und ein bisschen Blues. Hat aber auch leichte Anleihen aus dem Jazz, weil ich mit Patrick Marzecki einen Jazz-Trommler diesmal dabei hatte. Und thematisch geht es um die Veränderung, Wandel in der Zeit. Das, was mich beschäftigt und beschäftigt hat die letzten Jahre. Und mit Dinesh Kittison habe ich einen Produzenten gewinnen können, der perfekt zu mir passt. Jemand, der mit Nils Frevert gearbeitet hat, mit Fink und einigen anderen Künstlern. Und somit war das alles sehr, sehr toll und spannend. Hat aber auch ein bisschen Kohle verschlungen und mein Konto meldet quasi Notsignale und braucht dringend ein bisschen Auffrischung. Deswegen die Bitte an euch, wieder mich zu unterstützen. Ich brauche eure Unterstützung dieses Mal, damit ich das Album perfekt mischen kann, ein professionelles Mastering anfertigen kann, ein oder zwei Videos drehen kann und ich möchte ein Budget einplanen für die Promotion, damit möglichst viele von meiner Musik hören. Hallo, ich unterstütze Alex Bening, weil ich finde, dass er mit die schönsten deutschen Texte schreibt und weil ich finde, dass wir alle zusammen dafür sorgen müssen, dass nicht nur die mit einer großen Plattenfirma im Hintergrund ins Radio und auf die Bühnen kommen und deshalb möchte ich gerne meine Unterstützung für Alex ausdrücken. Ich unterstütze Alex Bening, weil er ein geiler Typ ist, coole Songtexte schreibt und vor allem auch das richtige Händchen hat für eine coole Artwork. Weil er super Live-Konzerte spielt. Weil er Poesie und Melodie in Einklang bringt. El Maestro del Blues. Ich finde es berührend. Ich finde es auffühlend. Das ist halt einfach so wie ein gutes Gespräch. Er sprüht nur immer so vor Ideen und ist auch bereit, das mit größter Sorgfältigkeit umzusetzen. Weil er ein mega netter Typ ist und seine Musik echt gute Laune macht. Weil in seinen Liedern immer wieder wunderschöne Harmonien drin sind, überraschende Harmonien und seine Texte richtig poetisch sind. Das gefällt mir sehr gut. Alex is my Wilster Blues Brother. Poetische Texte, viel Bilder, gute Geschichten drin, sehr emotional, prima. Weil er ein guter Texter und hervorragender Musiker ist. Tiefgründig und doch leichtfüßig. Deine Musik ist so gut, dass die in alle Welt hinausgetragen werden muss. Hello from Melbourne, Australia. Alex is a collaborator and a supporter of other musicians. So now it's time to get on board and help him make this adventure so much more fun by giving him more scope with his new project. He played recently in the Bitter End in Greenwich Village in New York City. And I don't know why he played in the Bitter End, because his music and him are so sweet. So he should play in a place called the Sweeter End and not the Bitter End. Anyway, please support Alex Bening. Go for it.